überauen, lieg in Vertrauen. Ich lieb meine Augen, meine neue Augen. Seh Raumschiffe, Lichtstädte, leuchtende Wesen. Was ein Blick, hätte nie gedacht, dass ich das mal sehe. Willkommen, ja, yeah, yeah, willkommen, Sasani. Many aspects, singular, infinity, Masi. Wird ne geile Fahrt. Hausch, 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 hausch. Hallo, was geht ab, liebe Freunde? So, heute habe ich gesagt, wollte ich was über die Schule sagen, aber eins noch vorhergenommen, und zwar Folgendes. Ich genieße gerade diese Ruhe. Eigentlich will ich ja gar nicht so viel analysieren, aber irgendwie fühle ich, muss die Information, wie gesagt, das ist so ein Druck in meinem Bauch, Herz, Solarplexus gegen. Und jedes Mal, wenn ich rede, fühle ich mich einfach besser. Danach fühle ich mich freier. Und ja, ich will nicht besserwissend klingen und sowas. Wenn das so rüberkommt, ich will einfach nur teilen, sharing. Wer bin ich, was sind meine Gedanken? Und will aber gar nicht recht haben. Und ich hoffe, dass das auch nicht so rüberkommt. Vor allem heute. Aber davor auch noch was. Ich habe mich schon mehrmals jetzt gefragt, warum gibt es so viel Schlangen in Krankenhäusern, im Supermarkt. Aber jedes Mal, wenn ich hierher komme, gibt es überhaupt keine Schlangen, um so einen Baum Hallo zu sagen oder den zu umarmen. Und ich bin ja der Meinung, alles, was wir brauchen, ist mal wieder so uns zu connecten mit der Natur, mit uns selbst, mit so einem Baum. Dann brauchen wir keine Medikamente, keinen Arzt, keine Krankenhäuser. Und das ist so eine tolle Energie, so eine Synapse, die man eingehen kann. Und die ist auch umsonst. So ein Baum will nichts zurück. So, der freut sich ja nur, wenn er Aufmerksamkeit bekommt. Und man ihn zeigt, dass man ihn wertschätzt. Und ich meine, so blöd ist der Gedanke auch gar nicht, weil der kreiert letzten Endes auch physikalisch unseren Sauerstoff, so, und nimmt unseren Stickstoff, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, und da können wir jetzt einen coolen Übergang machen. Sowas könnte man noch mal unseren Kindern in der Schule beibringen, so dass ein Baum lebt und Energie hat. Und man zu dem sprechen kann und der einen heilen kann. Als Anregung, weil ich persönlich, und das würde ich einfach gerne teilen, habe so viel Probleme in der Schule gehabt. Und bis heute komme ich da auch nicht weiter so wirklich, warum. Und hatte dann auch diese Lese-Rechtschreibschwäche und so. Und in Deutsch immer schlechte Noten und es ist mir so schwer gefallen. Trotzdem habe ich mein Abitur gemacht und studiert, habe einen Bachelor in Geografie. Und aber bis heute habe ich eher das Gefühl, ich würde lieber alles wieder vergessen und einfach sein. Auf jeden Fall habe ich Albträume auch einmal die Woche, so kann man schon sagen, von der Schule, dass ich irgendwie für eine Prüfung nicht gelernt habe oder die Antwort nicht weiß und dieser Druck und nicht gut genug bin. Und ja, das ist bis heute einfach irgendwie drin und ich weiß noch nicht, wie ich das releasen kann, vielleicht ja durch die Videos hier. Auf jeden Fall bin ich halt der Meinung, unser Schulsystem hat ein Problem. Wie gesagt, meine Perspektive, ich will nichts verallgemeinern. Unser Schulsystem ist bestimmt auch ganz toll für manche Kinder, aber mir ist es zu eng und diese Struktur ist zu eng. Und die Fächer und es ist auch vor allem Wissen, das doch sich irgendwie schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten wiederholt und
ich bin der Meinung, unsere Generation heute, die Kinder sind schon eine ganz andere wie 10 Jahre davor, 20 Jahre davor. Aber trotzdem versuchen wir, den gleichen Stoff beizubringen. Zwar vielleicht anders verpackt, aber der Stoff, der Kern ist das gleiche. Und ich habe Videos gesehen und bin da völlig überzeugt, es gibt Kinder, die können schon hell sehen, die können Farben ertasten, die können Dinge, das ist auch vielleicht ungeheuer, und dass man da so eine Öffnung für kreiert und auch mehr so auf die Leidenschaft guckt. Weil es gibt, glaube ich, Kinder, hallo, die, er hat geschaut und genickt, Kinder, die sich gern vertiefen wollen mit einer Leidenschaft, die gerne 8 Stunden am Tag Mathematik machen würden und das niemals langweilig wird und dann total da weit eindringen können. Oder auch Kinder, die, ja, ein Beispiel, die gern halt, was weiß ich, Heimat und Sachkunde fällt mir jetzt einfach ein oder so. Und dass man da mehr öffnet, mehr Space gibt und so, nicht so abgehackt, 45 Minuten, eine Stunde und so. Und vor allem ist einfach das alles nicht mehr aktuell so. Wir müssen mal so wieder mit der Zeit mitkommen. So. Wir hängen so stark in der Vergangenheit. Und da komme ich jetzt auch einfach mal gern zum nächsten Thema. Das UFO-Phänomen, das außerirdischen Phänomen, das ist schon so präsent. Es gibt so viele Videos auf YouTube, so viele Beweise schon, aber trotzdem wehren wir uns so stark dagegen. Also so kommt es mir vor und sind da so verschlossen. Und eigentlich ist es ja auch nichts Neues. Die waren schon immer hier, die werden immer hier sein. Und da würde ich auch dann morgen knüpfe ich da dran an und erzähle euch mal so, was ich über UFOs denke und Aliens. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass das hier mal rauskommt, weil sich da viel tun könnte dieses Jahr und da muss man auf jeden Fall keine Angst haben. Das sind coole Wesen, die sind ziemlich lustig. Und die bereichern uns viel mehr, als dass man irgendwie Angst haben muss oder verstehen muss, warum. Cool. Vielen Dank, dass ihr zuhört, dass ihr dabei bleibt. Und wir sehen uns morgen. Hausch, 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 hausch. Schum. Ich fang heute schon an. Ich fang heut damit an, fang heut damit an, mit meinen Träumen von dann, bis ich sie lebe, die Träume von dann.